Hallo liebe Zuschauer, hier ist mächtig was los. In Hua Hin ist an diesem Wochenende schon seit gestern, heute ist Samstag und auch morgen noch ein Feuerwerkfest. Hier sind wahnsinnig viele Leute, so viele Leute habe ich hier noch nie gesehen. Und mit allen möglichen Bühnen und wahrscheinlich Musik und ja, nachher Feuerwerk. Ich will versuchen, das Feuerwerk mit der Drohne einzufangen, sofern ich nicht abgeschossen werde. Und bin mal gespannt, was ich heute liefern kann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und dann sehen wir mal. So, und bis zum Beginn des Feuerwerks hat es noch ein bisschen gedauert. So habe ich die Zeit genutzt und bin also diesen Strand überflogen mit diesem großen Festival heute oder dieses Wochenende. Ich hätte euch den Original-Sound ganz gern geliefert. Ich habe ihn auch nebenher aufgenommen mit der GoPro und wieder irgendwie das falsche Mikrofon. Also ich habe ein externes Mikrofon dran gemacht und das war übelste Qualität. Das war nicht gut. Deswegen habe ich das jetzt mit eigener Musik unterlegt. Ja, hier war ganz schön was oder ist ganz schön was los in Hua Hin. Die allgemeine Maskenpflicht ist auch aufgehoben. Sagen wir über 90% tragen sie aber noch, die Thais sind da so fanatisch drin. Ja, hier also, jetzt kurz über diesen langen Strand. Und ach ja, eins muss ich noch sagen, wegen dem Original-Sound, den ich, oder Ton, den ich aufnehmen wollte. Ist auch leider so, diese Musik, die da spielt, man sieht ja gleich die Bühne und die Band, ist für meine Begriffe keine Musik, sondern eine Zumutung. Das ist absolut unterste Schublade, was die da bringen. Also das hat mit Können oder Kunst oder sonst was nichts zu tun. Es ist schlecht, aber dafür umso lauter. Deswegen bin ich auch gar nicht durch dieses Festival durchgelaufen, sondern blieb mit meiner Drohne und mein Equipment da am Rand. Das ist für mich zu laut, da ergreife ich die Flucht.
Ja, und wie man sehen kann, ist das Ganze ja draußen auf dem Wasser abgefeuert worden, dieses ganze Feuerwerk. Ich nehme an, dass das so ein Floß war. Die haben ja da solche Floßelemente aus Kunststoff oder was auch immer, die sie da eben in Position bringen. Ein Schiff war das nicht, dafür war das zu groß. Auf jeden Fall verabschiede ich mich mit diesem schönen Feuerwerk für heute von euch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Ansonsten bleibt gesund und munter. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Ich weiß es noch nicht, was mein nächstes Video sein wird. Es laufen auch schon wieder die Vorbereitungen so langsam an für die nächste Tour.